Der Kindergarten Walfersam bietet den Kleinsten einen Ort zum Spielen, Lernen und Wachsen. Und das nun bereits seit 50 Jahren. Dieses besondere Jubiläum wurde beim diesjährigen Sommerfest gebührend gefeiert. Ja, wir werden heute jetzt nach unserer Eröffnung noch kräftig feiern. Die Kinder können die Spielstationen, die wir hergerichtet haben, nutzen. Es gibt eine Würstli-Jause. Wir haben auch eine kleine Ausstellung hergerichtet, damit man auch sieht, wie der Kindergarten früher ausgeschaut hat und wie er gewachsen ist. Das werden Sie sicher einige auf den Fotos auch wiedererkennen. Auch ich bin mit meiner Laterne irgendwo bei den Fotos abgebildet. Auf den Fotos wiederfinden wird sich auch die ehemalige Leiterin Helga Wasner. In ihren 35 Jahren im Kindergarten Walfersam hat sie wesentlich zur Entwicklung der Betreuungsstätte beigetragen. Ich habe die Zeit in sehr schöner Erinnerung. Ich habe mir oft gedacht, ich habe den richtigen Beruf gewählt, denn es hat mir Spaß gemacht bis zum Pensionsalter. Ich war ja in meinen ersten Dienstjahren im Kindergarten Schinitz als gruppenführende Pädagogin tätig und dann 35 Jahre lang hier als Leiterin. Und es hat sich natürlich viel verändert während dieser Zeit. Was sich allerdings nicht verändert hat, ist die wertvolle Arbeit, die hier geleistet wird. Die heutige Feier ist aber nicht nur ein Rückblick in die Vergangenheit, sondern vor allem auch ein Fest der Dinge, die den Kindergarten so besonders machen. Ja, es ist die Arbeit mit und am Kind, die Wertschätzung von den Eltern, von den Kindern, die Liebe, die Wärme, die ihnen entgegengebracht wird, aber auch die Interaktion und der Austausch mit Menschen. Das ist einfach so wichtig. In unserer Zeit wird immer mehr und wie gesagt, von den Kindern bekommt man auch am meisten zurück. Und so wird noch den restlichen Tag gefeiert und gespielt. Auf die nächsten 50 Jahre Kindergarten Walfersam.